Ah ja, Schlawinerchen, willkommen zurück zu Atomic Heart. So, wir sollen das Rechenzentrum von Setchenov erreichen und hier sind wieder überall diese blöden Roboter. Und komische Musik, die uns wieder in den Ohren rumtrötet. Alter, das ist viel zu laut, Mann. So, das muss man ein bisschen leiser machen. Ja, das ist wieder die Kamera. Gibt eindeutig viel zu viel Zeug hier, wenn er mich fragt. Aber am besten läuft man ja, wenn man der Open World so ein bisschen aus dem Weg geht, ne? Also den Gegnern hier und nicht einfach drauf los und kämpfen. So, was haben wir denn hier alles? Hey! War alles kaputt. Was ist das Teil gefallen von der Drohne, die ich abgeschossen habe? Ja, toll. Ist aber nicht wirklich. Ja doch, Supraleiter lassen die fallen, das ist doch gut. So, noch mehr. Oh, ist alles voll, ne? Au! Ich schieße einfach alles von weitem schon kaputt. Das macht es mir nur einfacher. Du blöd Mann. Kommt jetzt noch mehr oder war es das? So, ist jetzt gut. Ja, die Pistole, die ist mittlerweile recht gut. Vom Schaden her macht die einiges. Auch ohne Kartusche. Hat. Wer will hier bei. Warte mal, wer will hier vorbeischleichen? So, jetzt reicht's aber hier. Haben wir Drohnen? Ich hoff's, ne? Oh, guck mal, jetzt wird Blut schon wieder. Muss da irgendwas. Aha. Petrov ist irgendwo hier in der Nähe, Genosse Major. Nicht so laut. Was war das denn? Stirb, du Schwein. Okay, warte mal, das ist wieder so zum Schloss knacken.
Oh. Okay. Warum geht das nicht? Hä? Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Komm hier rüber, du kleiner Wichser! Na? Böser Hund! Mich kriegst du nie! So. Was für ein böser Hund überhaupt. Okay. Ganz viel Zeug. Ich finde das mit dem Absuchen irgendwie cool. Geht so schon schnell, stört nicht wirklich. Man muss sich 1000 Schubladen aufziehen manuell. Voll praktisch so ein Teil. Und Charles. Blöde Wertung. Oh. Ich hoffe, der sich das hat einfallen lassen, hat ebenso viel Glück wie ich. Ja, hoffe ich auch. Wovon redest du? Ich rede von Sozialwertung, Nechayev. Du musstest dir wegen deiner Spezialkategorie ja nie Sorgen deswegen machen. Aber wir normalen Leute sind total davon abhängig. Besonders, wenn wir was anderes als ein Standardgedankegerät erhalten wollen. Die fortgeschrittenen Modelle gibt es in Farben wie Kremlsternrot. Okay. Und was hat das mit der Sozialwertung zu tun? Das werde ich dir sagen. Mit einer hohen Sozialwertung kann man ein fortschrittliches Steuermodell mit erweiterten Funktionen statt eines stinknormalen erhalten. Eins mit leuchtenden Farben. Und darum habe ich Überstunden gemacht. Denn mit nur 8 Überstunden hätte ich meine Wertung verbessert. Alles wäre gut gelaufen, wenn nicht jeder 5. versucht hätte, seine Wertung vor der Polymerbehandlung zu verbessern und so eine soziale Entwertung bewirkt hätte. Aha. Was? Arbeitsabwertung. Alle haben sich mehr angestrengt, nur für ein kostenloses Spielzeug. Der Kapitalismus hat uns aus einer Ecke erwischt, mit der wir nicht gerechnet hatten. Bist du wirklich gestorben, weil du so ein Glitzerding wolltest? Was bist du, eine Elster? Hör mal, machst du dich über mich lustig? Geh einfach. Ich bin ja sowieso nur noch eine Statistik. Ja. Aha. Muss ja jeder selber wissen, was einem wichtig ist, ne? Na, wie gefällt dir das, Schraubenkopf? Mal sehen, was du drauf hast. Danke. Okay. So. Die Schlösser, ne? Ach komm. Hier steht eine große Schlacht bevor, Genosse Major. Weitere Gegner im Anmarsch. Guck mal, er hier. Der Scheiße, ne? Ist keiner da. Oha. Du schon wieder? Ich hab die Nase voll von dir. Was du drauf hast. Nicht so viel. Hey! Du wurdest vom Feind entdeckt. In Kürze werden weitere Roboter eintreffen.
Okay. Hey! Komm hier rüber. Bete zu deinem Blechgott. Hey, Bastarde! Komm mal! Reicht's mir aber, ey. Wer ist der Chef? Ich bin der Chef. Was ist die Flatterdrohne hier? Mal auf zu reparieren, Arsch. Nur mein Scheiß jetzt, bitte. Also ich geh da mal rein, ne? Muss hier den Schlüssel suchen für die Tür offensichtlich. Aha. Also geht das leider nicht. Das Ding ist eigentlich, die Open World, also die Gegner sind jetzt nicht so hardcore mittlerweile mehr. Aber es ist halt lästig, weil die ständig nachkommen ohne Pause. Finde ich ein bisschen übel. Musik, ey. Die Musik von morgen. So, wie komme ich jetzt da durch? So, ich muss da hoch. Das geht nicht. Multi-Kill. So, und jetzt? Ach, da geht's noch weiter rauf. Wo ist dein scheiß Knopf? Ich sehe jeden Schritt von dir, Köter! Du kannst mich nicht aufhalten! Was Götter dürfen, darf das Vieh noch lange nicht! Los! Geht die gerade kaputt, oder? Okay. Hat schon, warum geht die nicht kaputt, die Scheißviecher? Was ist denn? Ach, der Schlüssel! Das ist der Schlüssel. Kannst meine Muni alle. Irgendwann kriegt man es halt schon leer, die Pistole. Endlich, jetzt kann ich den Chip wahrscheinlich da rein oder was auch immer. Ja, der Keks. Das hättest du jetzt aber auch ohne das Ding drehen können, mal ehrlich. Wen haben wir denn da? So, Petrov, ha?
Ach Mann. Du hast ihn getötet. Das ist genug, Victor. So viel Tod. Ich hab ihn K.O. geschlagen. Er ist nur bewusstlos. Ist er jetzt einen neuen Körper? Androidenkörper oder was? Das ist hier die Frage. Ob Seedler im Gemüt die Pfeil und Schleuder des wütenden Geschicks erdulden oder durch Widerstand sie enden. Nein, das ist alles falsch. Falsch. Ich bin anderer Meinung. Tut mir leid, Larissa, aber ich verstehe das nicht. Er hat alles ruiniert und du... Ich bin Ärztin. Heute sind genug Leute gestorben. Leute, Larissa! Er ist ein Tier! Ein Kampfhund! Wenn Sechenov es befiehlt, geht er jedem an die Kehle! Victor, er ist gefesselt. Er bekommt eine Behandlung und dann gehen wir. Aber wohin? Niemand holt uns. Und dieser Idiot hat unseren Fluchtplan vereitelt. Ich weiß. Uns fällt schon was ein. Das bezweifle ich. Lasst mich einfach gehen und ich verspreche, ich mache es kurz und schmerzlos. Sechenovs Hund kann also reden. Kaum ist er wieder bei Bewusstsein, droht er uns auch schon. Ja, ich drohe dir. Wie viele Menschen haben deine Roboter ohne Vorwarnung abgeschlachtet? Ha, Petrov? 2000? Das 3000? War nicht Victors Schuld. Es war eine lokale Störung. Ja, ja. Eine lokale Störung? Und warum hat dein Liebster dann nicht einen einzigen Kratzer, ha? Wovon redest du? Ist das nicht klar? Erst war Vilov, dann das WDNH. Die Roboter greifen jeden an, außer euch beide. Wie kann das sein, wenn ihr sie nicht kontrolliert? Victor? Du hast gesagt, du hast nichts damit zu tun. Und du hast ihm geglaubt? Welchen Scheiß hat dieser Typ dir denn noch erzählt? Oh Mann. Victor! Ich hatte keine Wahl. Eine einfache Störung hätte nichts geändert. Keine Wahl, außer 3000 oder mehr Menschen umzubringen. Warum du? Warum ich? Du selbst hast gesagt, die Welt könnte untergehen. Nein, fass mich nicht an. Du hast dir also wirklich nichts gesagt. Großer Fehler. Hey, was soll das? Larissa, warte! Larissa! Ja, selber kannst du das nicht machen. Retten, Arschloch. Ein Roboter können die Menschen töten, aber du traust dich nicht, oder was? Also komm, da kommst du doch locker raus. Yay! Das ist voll niedlich. Oh, geiles Teil. P3 an Chelomei. Petrov ist entkommen. Schon wieder. Du genießt es anscheinend, den Mann zu jagen, Nechayev. Petrov darf den Start von Kollektiv nicht hintertreiben. Finde den Verbrecher sofort. Pass auf eure Hände auf. Du hast den Zauberer erzürnt, Genosse Major. Ach was, geh mir nicht auf den Sack, okay? Warte mal, ich muss mal kurz... Hier ist doch das Testgelände. Zusätzliche Säge. Für die Ja, wo ist denn hier das Ding, wo ich das kriegen? Wo hab ich mich jetzt hingebracht hier? Nein, das ja, okay. Vielleicht ist es ja hier irgendwo. Obwohl ich es jetzt nicht wirklich brauche, weil ich nutze die Waffe gar nicht. Hier ist es auch nicht. Voll schade. Was das Teil sein soll.
zerstört. Ach natürlich, ich hab's aufgeregt, Leute. Man kann auch hier einfach mit der Kamera Tür öffnen. So. Da unten. Ah, jetzt kann ich ihn überladen. Relais überladen. Wenn du die Funktion Relais überladen auswählst, überladen die Stromkreise des Windgenerators und bringen ihn so zum Explodieren. Sobald ein Habicht seine Energieversorgung verliert, fällt er zu Boden und deaktiviert das gesamte Ökosystem in einem Gebiet. Oder in seinem Gebiet. Steller eilen sofort dabei, um den Windgenerator zu reparieren, aber die Reparatur nimmt einige Zeit in Anspruch. Ja, geil. Ja. So. Jetzt ist Ruhe hier. Weißt du, vielleicht als das Testzentrum mal rein oder nee? Ich glaube, so funktioniert das nicht, hä? Was ist denn hier eigentlich? War gut. Dass es einfach so geht. Ich muss da runter. Oha. Wo komme ich denn da hin genau? Okay, dann gehen wir jetzt erstmal ganz kurz speichern und ein bisschen Munition nachbauen für die Pistole. Zugang gewährt. Aber erstmal gucken, was haben wir denn da? Ah, nee. Erfrierung, nee. Massen-Telekinese. Abklingzeit wird verringert. Kostet halt auch sehr viel, ne? Erhöht die Griffdauer in der Luft von Gegnern. Hä? Ich habe 209 und es kostet 210. Wow. Cool. Deine Fernangriffe brauchen weniger Energie aus der Rezirkulationskammer. Und hier erhöht die Energieregenerationsrate. Nee, komm, dann nehmen wir erstmal. Ja. Hab ja hier schon alles. Massentelekinese. Wie hat die Abklingzeit? Wie? Wie Element nicht verfügbar? Willst du mich verkohlen? Das steht doch, ich kann es abholen. Achso. Ja. Erstmal die Stärke erhöhen. Zugang gewährt. Auf Gage. Bede, Schneeball, Kalasch, Dominator. So, die habe ich ja. Die Schienenkanone finde ich nicht gut. Ich finde den Fatboy nicht gut. Ah ne, warte mal. Ich habe... Die habe ich doch gar nicht gehabt, die Schienenkanone, oder? Aha. Warte mal. Ich habe ja die beiden Rucksackverbesserungen, glaube ich, ne? Komm, dann kriege ich die auch noch unter irgendwo. Bitte Vorgang auswählen. Da kriege ich das doch immer noch unter. Für die ist kein Platz mehr. Kalasch kann weg. Die kann rüber. Ich müsste aber die ganzen Kartuschen verwenden, ne? So, und hier ist dann die Schienenkanone. Wow. Zugang gewährt.
Die ein bisschen verbessern vielleicht. Warte mal, die Elektropistole. Nee, brauche ich jetzt nicht. Fliegenkanone. Ich will auch verbessern. Ja. Eine mächtige Energiekanone. Kann ich nicht verbessern? Ist nicht zu verbessern, die Schienenkanone. Okay. Schade eigentlich. So, hätte Schaden. Geht das? Ja. Achso, ist nicht verfügbar. Geht nicht. Alles. Das geht nicht. Ja, ist ja auch egal. Achso, warte. An die Munition habe ich jetzt auch genug wieder, oder? Ja, passt schon. Habe ich davon eigentlich jetzt? Ah, egal. So, weiter geht's. Macht ihr mal, ihr Drecksteile. Warte, wo ist der hin? Schon frei, Major? Hast wohl nicht damit gerechnet, von mir zu hören? Ich kann dich nicht nur hören, ich werde dich auch bald sehen. Mach dich bereit, du Penner. Die Vorbereitungen sind weit gediehen. Du wirst dich wundern. Du hast Larissa gegen mich eingenommen, du Hund! Sie erwidert meine Anrufe nicht! Oh ja, wie rührend. Deine Beziehungsprobleme gehen mir ziemlich am Arsch vorbei. Charles, kannst du den Anrufer folgen? Wo ist dieser Wichser? Das Signal kommt aus dem Plisetskaya-Theater. Ein Theater? Hier in der Anlage? Was für ein Clown. Ein Theater, Genosse Major, kein Zirkus. Ich markiere den Wegpunkt. Ich lasse jedenfalls nicht zu, dass mir der Verräter wieder entkommt. Immerhin hat er uns nicht gekillt, muss man sagen, ne? Aber ich sagte ja schon, der hat sich wahrscheinlich einfach noch nicht getraut. Oh, war ich hier schon? So viele Laserschranken überall. Bin ich da einfach runter? Oh ja. Da war aber ganz schön flott da drüben, oder? Geht drauf. Ja, ich frage mich halt immer noch. Wie hat er das angestellt? Ich meine, die Frau hat ihm ja offensichtlich vertraut. Ich habe ihren Namen schon wieder vergessen. Die Story ist jetzt auch nicht wirklich sehr komplex, aber. Wird es noch ein paar Überraschungen geben, weil das ist halt schon sehr verwirrend mit diesen Roboterfrauen. Ich frage mich immer noch, was das alles soll. Von wem das alles ausging hier, die ganze Verschwörung. Noch ein totes Dorf. Ja, Blaschkovo. Die Komplexe der Anlage, insbesondere Pavlov, erwerben von hier gewisse Ressourcen. Anhand der automatischen Verteilstation wird die nahegelegene Fabrik mit Vögeln und anderen Tieren beliefert. Was? Zur Herstellung von Neuropolymeren. Da haben Sie ja wirklich den Vogel abgeschossen. Was für ein cleveres Wortspiel. Ich bin beeindruckt. Ja, oh. Ist gut. Ich glaube, ich werde mich jetzt darauf beschränken, einfach nur die doofen Kameras abzuknallen. Was ist denn hier? Sieht gruselig aus. Hey! Licht aus! Au. Jetzt, das Teil musst du auf jeden Fall dran glauben, das war viel zu unheimlich.
das denn? Diesen Polymerball. Ne, warte mal, von wann habe ich da eigentlich. Aha, das ist ein Luftschiff? Einfach abgestürzt. Gucken wir mal. Dort muss ich hin wahrscheinlich. Ich verstehe das mit den Testskeletten echt nicht, Leute. Ganz ehrlich. Ich verstehe es einfach nicht. Oh, kann ich da etwa rein? Oh. Nein! Pass auf! Mir gefällt dir das. Okay, jetzt reicht's aber mal. Reichweite. Du hast ihre Sensoren ausgelöst, Major. Ach, echt? Das reicht jetzt auch mal. Wir werden nur ein bisschen Frieden haben. Hat er erst auf den Rocket Jump gemacht? Ich hoffe, ich hau ab, jetzt reicht's. Die Pampa, wo es nicht weitergeht, scheiße. Ah!
Also dann. Vorsicht! Der Feind ist in höchster Alarmbereitschaft. WTF. Schade, dass das Kabel da nicht runterrutschen kann. Stromkabel hier. Das Theater. Bitte Vorgang auswählen. Ja. Ach so. Das kann weg. Warum geht es immer gleich ganz hoch, wenn ich was ablege? Ich glaube, das lege ich auch mal ab, weil Strom brauche ich ja eh die ganze Zeit. So. Katuschki. Na komm, ich baue mir doch mal die Kalasch wieder. Ich hätte halt wirklich gerne die größere Magazinverbesserung für, also die Magazinverbesserung für meine Schrotflinte, aber. Nun ja. Yeah. Goldene Kalasch. Geil ist sie ja schon, ne? Bitte Vorgang auswählen. Platz habe ich eigentlich noch. Nicht so viel. So. So viel Schrott brauche ich jetzt auch wieder nicht. Hier. Na Mist. Echt jetzt? Ich kann davon nichts bauen, weil ich diesen Kack hier nicht habe. Chemie, warte mal. Chemie kriege ich doch hier, oder? Ja, durch die Heilung. Jetzt. Ich mach das andermal. Speichere Daten. So. Ey, was? Bist du das auf mich? Scheiß Blechbüchse. Oh, ganz viel Kram. Oh, das ist wirklich viel Kram. Hey. Überraschend. Ah, du bist das. Komm ich einfach weiter. Ja, heilige Scheiße. Ja, aber echt, diese kleinen Drecksgeschütze, die da rumrollen.
Ey. Wieder einer. Du wolltest es so. Bauen wir mal Elektro rein. Bauen wir hier mal Eis rein. Und für die habe ich keine Waffe, also keine Dingens, keine Kartusche. Na egal. Also wenn Petrov hier ist, das Schwein. Okay. Im Speicher. Zugang gewährt. Wie viel Polymer habe ich? Ich kann nicht viel haben. Ich habe nicht viel gekillt. Oh, 200 schon wieder. Okay. Energie des Charakters. Erhöht die Energie. Ja, das, da spare ich jetzt mal drauf. Die paar brauche ich noch. Energieregenerationsrate. Ach, schöne Scheiße. Im Försterdorf hätte mich so ein überdimensionierter Klops fast geröstet. Du bist jetzt voll bewaffnet, Genosse Major. Solange der Beljas den Eingang bewacht, kommen wir nicht ins Theater. Gib mir 5 Minuten. Dem werde ich heimzahlen, und zwar mit Zinsen. Weiter, du Honk. Macht er denn? Gibt's nicht. Es gibt Medium oder es gibt durch. Mit Medium Rare. So, was haben wir denn hier? Ach, hier geht's rein. Typisches Teil, ey. Bitte. Bitte. Keine Ahnung.
Komm hier, hör auf zu rauchen! Private Einladung. Ich lese den Quatsch nicht mehr, ist alles echt unnütze Information leider. Aha. Dann ist sie eben ein Roboter. Na und? Es war noch nie jemand nett zu mir, aber sie ist es. Wie sie mich ansieht, als würde in ihren Augen ein purer Energiestrahl liegen. Und sie versteht mich, besser als die ganzen Weiber hier. Ich bin fest entschlossen. Ich mache ihr morgen einen Antrag. Scheiße, was machst du denn da bitte, Vasili? Arbeiten wir hier oder nicht? Scheiße. Oder nicht? Ich würde sagen, oder nicht. Charles, kannst du Petrovs Standort orten? Leider nein. Petrov sendet nicht mehr. Ich kann ihn aufspüren, sobald er wieder anfängt. Alles klar, dann wird er es nicht mehr machen. Das miese Arschloch hat sich in irgendeine dunkle Ecke verkrochen und hofft, die Roboter erwischen mich, ehe ich ihn finde. Ich sollte dich warnen, dass Petrov dieses Theater ziemlich gut kennt. Er hat allen Grund zur Hoffnung. Hoffnung ist gefährlich. Sie wird ihn einlullen. Erzähl mir mehr über das Theater. Das Maja-Plisetskaja Theater wurde 1948 in der Anlage gegründet. Es setzte als erstes Theater der Welt Roboter in seinen Aufführungen ein. Und da es das berühmteste Theater der Sowjetunion ist, sind Karten schwer zu bekommen. Also nur was für die Reichen und Mächtigen. Kann man wohl sagen. Vor der kompletten Robotisierung des Theaters ließen Parteimitglieder manchmal die besten Ballerinas der Sowjetunion hierher versetzen. Aber als Roboter die Künstler ersetzten, wurde das Theater so erfolgreich, dass eine Wohnung in Kremlnähe leichter zu bekommen war als eine Karte für eine Vorstellung hier. Hast du keine nützlicheren und weniger widerwärtigen Informationen? Als Teil der Anlage ist das Theater eine wissenschaftliche Einrichtung. Es verbindet Kunst mit Kommerz, wie bei der Studie des Verhaltens von Robotern und den menschlichen Reaktionen. Kampfrelevante Informationen habe ich nicht. Wieso kennt Petrov dieses Theater so gut? Dies war einer seiner Tätigkeitsbereiche, bevor er als Verräter bezeichnet wurde. Hä? Dann ist er also nur ein nostalgischer Puppenspieler? Aber er konfigurierte und testete die Theaterroboter und programmierte und studierte das Zusammenspiel verschiedener Aspekte. Kollektiv wurde praktisch auf der Bühne dieses Theaters geboren. Wie kam es, dass der Dreckskerl hier gearbeitet hat? Genosse Stockhausen hat ihn empfohlen. Ach ja, kein Wunder. Sind beide Arschlöcher. Verzeihung, aber ich verstehe nicht, wieso du Genosse Stockhausen mit einem Verräter gleichsetzt. Warte mal. Wie hat Petrov es geschafft, Setschenow einzuwickeln? Hat Stockhausen, dieser Schleimer, ihn dem Boss auch empfohlen? Viktor Petrov hat die Robotersteuerungsladeprotokolle optimiert. Die Datenladegeschwindigkeit wurde verdreifacht. Da empfahl ihm Genosse Stockhausen Dr. Setschenow. Aha. Hätte er nicht tun sollen. Ja gut, das weiß man ja vorher nie, ne? Sehen wir uns das mal an. Das weiß man vorher ja nie. Was soll es sein, Major? Habe ich jetzt genug Polymer durch das Vieh? 274, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nee, warte, das war Energie. So, hier. Fein, Energieregenerationsrate. Ah, das wäre auch nicht schlecht, aber die Nahkampfangriffe finde ich so schon sehr gut, was die auffüllen. So, innerhalb von weniger Sekunden Gesundheit regenerieren. Erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit. Ja gut. Alles klar, Leute, nächstes Mal geht's weiter. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich werde mir gleich noch ein bisschen Muni mitnehmen. Wer denn da? Oder habe ich denn noch... Ja, ich muss mal ein bisschen was abladen. Bitte. Auf jeden Fall sehen wir uns wieder. Danke fürs Like, Kommentieren und so weiter. Dann bis nächstes Mal. Atomic Heart. Tschüss.